kaufen Pokémon 151. Und damit hallihallo und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben da draußen. Ich bin's, euer Giga-Gribi von Gigalabastia, dem klein bescheidenen Hort rund um die Welt von Pokémon. Ja, ihr habt mir sehr viele Kommentare geschrieben, dass bei vielen von euch nicht mehr so viel fehlt von Pokémon 151. Mir fehlen aber schon noch so ein paar Chase-Karten, zum Beispiel Erikas Einladung, sowohl die Full Art als auch die Special Illustration Rare. Und da habe ich mir gedacht, und vielleicht, weil ich vergessen habe, ein Video vorzuproduzieren für meinen Urlaub, dass wir einfach eine kleine Shoppingtour mal wieder machen. Und ich gehe mal ein bisschen einkaufen, ja? Mal gucken, was wir so für Geschäfte finden hier in der Nähe. Und natürlich ist auch die Hoffnung da, dass die überhaupt noch 151-Produkte haben. Also, auf geht's und wir gucken mal und hoffen, dass wir auch ein paar schöne Chase-Karten heute hier für das heutige Video ziehen können. Hier sollte man Pokémon-Karten finden. Die Frage ist natürlich, haben die auch 151 oder nur alle möglichen Karmesin- und Purpur-Sets? Da gibt's zwar auch coole Produkte, aber da suche ich jetzt nicht so dringend das Master-Set. 151 wäre schon gut, weil ich glaube, so langsam aber sicher findet ihr auch keine Produkte mehr davon. Also ich glaube wirklich, Stück für Stück, vielleicht kommt noch mal eine Welle. Vielleicht kommt irgendwann in einem halben Jahr noch eine, aber wir schauen mal. Leute, es tut mir leid, aber ich kann nicht anders. Man muss es einfach machen. Star Wars-Fans verstehen's. Ja, das habe ich ja noch nie gesehen. Okay, ich möchte gerne spielen. Ja? Alter. Jo. Alter, ich kann mich hier ducken. Hier kann ich treten. Hier kann ich springen. Alter. 6,5 Stunden später. Giga Pikachu. Oh, Tina muss zur Info, Leute. Das ist ja bald Karneval, ihr Lieben, ne? Das wisst ihr ja. Und ich habe mir schon was überlegt. Und ich weiß gar nicht, was ich. Ich bin gerade nicht der Karneval-Typ, Leute. Feier der Karneval, schreibt es in die Kommentare. Ich gehe einfach als Puma die Ace aus One Piece. Ich brauche nur noch eine Feuerfaust. Das kriegen wir schon noch hin. Oh, übrigens, ja. Ihr wisst ja ganz genau, ich bin ja auch ein Lego Star Wars-Fan. Und da ist jetzt ein neues Set rausgekommen. Das müsste es hier eigentlich auch geben. So, Leute, also, wir haben hier erstmal eine sehr schöne Sephora und Cyrus Box für nur 34,99. Das ist natürlich schon ein sehr, sehr saftiges Angebot, muss ich sagen. Die exklusive Gyarados Box, die habe ich euch ja schon vorgestellt. Aber wir haben tatsächlich auch ein bisschen 151 da. Zapdos, Simsala und tatsächlich, und die sehe ich gar nicht so häufig, da drüben noch die Ordnerkollektion. Alles drei sehr coole Produkte, aber ich hätte am liebsten Lust gehabt auf eine Mini-Tim, wenn ich ehrlich bin. Sie haben auch theoretisch hier noch die Top-Trainer-Box ausgeschrieben, aber hier steht halt keine. Keine Ahnung, vielleicht ist die auch ausverkauft, I don't know. Ja, ansonsten halt ganz klassisch, ne? Karmesin und Purpur ist mit dabei. Die Stadionboxen zum Glück reduziert. Ich bin ja immer noch der Meinung, dass 70 Euro wirklich zu viel ist für die unverbindliche Preisempfehlung. Also es ist halt die unverbindliche Preisempfehlung, aber ja, hier 55 Euro, das geht ja schon eher. Und halt den coolen Koffer, den mag ich sehr. Das ist wirklich ein cooles Produkt. Jetzt muss ich aber an der Kasse mal fragen, ob die auch Minitins haben. Weil da hätte ich schon Bock drauf. Leute, ihr kennt ja Plüschtiere, ne, von Pokémon. Aber ganz ehrlich, die haben jetzt einfach einen Morlord. Ich liebe es. Ich liebe es so sehr. Genauso wie Gengar. Aber das habe ich ja in groß. Dragonier ist auch schön. Oder Relaxo. Ich kann mich nicht entscheiden. Welches würdet ihr mitnehmen? Ich weiß es wirklich nicht. Emolga hat halt auch was, ne? Was ist euer Favorite? Ja gut, der Gott persönlich natürlich auch. Leute, ich habe Glück. Normalerweise kann man die gar nicht, also ich kenne es nicht so. Normalerweise ist alles immer weggesperrt. Aber ihr seht, sie haben noch jede Menge von den 151 Minitins tatsächlich. Und ich sehe auch, sie haben die ganzen Decks hier. Diese komischen Dinger, die habe ich mir irgendwie noch nie geholt. Keine Ahnung, das sind halt auch keine Promokarten. Deswegen mag ich das Produkt nicht so wirklich. Das ist halt ganz cool. Das ist, glaube ich, auch nur hier exklusiv erhältlich. Ja, die haben wir ja schon ausgepackt. Die ist auch hier gerade im Angebot reduziert. Die wäre halt noch stark, ne? Donnersichel-EX. Boah, davon muss ich mir wirklich auch noch welche holen, weil die so spielstark ist, die Karte. Ja, Eisenkrieger geht natürlich auch. Ich glaube, Zero of Time baut ein Deck daraus. Aber ich glaube, der wartet noch, dass er die Ortarts davon zieht. Die sieht natürlich auch richtig nice aus. Das hier habe ich mir ja geholt. Das habe ich auch gespielt in Dortmund. Da kommt dann auch noch mal ein Vlog dazu bei rum. Ja gut, aber ich glaube, ich werde jetzt hier mir einfach mal noch ein bisschen was snacken. Ich weiß nur nicht genau, was Glück bringt. Ich glaube, Kadabra sollte ich auf jeden Fall wieder mitnehmen, weil da war ja Glurak schon mal drin. Und wir wissen ja, das funktioniert auf jeden Fall nochmal. Hier sind halt schon viele rausgenommen. Warte mal. Und der hier ist noch einiges frei.
Oh ja, Dragora nehme ich mit. Ja, mal gucken, was ich mir noch so hier raussnacke. So Leute, wir fangen natürlich jetzt auch direkt mal an hier im Smith Toys mit dieser Kadabra-Tin. Und ihr wisst ganz genau, da ist was Tolles drin. Ich habe es schon mal gecallt. Jetzt ist die Frage, call ich jetzt hier nochmal einen Glurak oder call ich jetzt hier Simsala? Aber ich glaube, ich ziehe keinen Simsala. Ich ziehe nochmal einen Glurak. Wisst ihr was? Komm. Ich bin einfach no risk, no fun. I think I have enough experience as a trainer to handle anything now. Right, Charizard? Guess not. Wollt ihr seht das zuerst? Ihr kriegt ihr seht das zuerst. Warum denn auch nicht? Komm schon. Ich bin heute mal in Gönnerlaune, Leute. So, Godpack, 3, 2, 1, Achtung. Da ist bestimmt nichts drin. Ich sage Feuerenergie. Oh, das ist aber schon mal nice. Das ist doch ein Simsala. Das wär so witzig. Hier auch ein Swirl mit drauf. Ich weiß nicht, ob man den erkennen kann. Ach doch, da ein bisschen. Wir haben einen Rattan, einen Vulpix, ein Magnetilo, ein Raupi. Ich glaube, da ist nur eine normale Holo. Giovannis Charisma. Ich habe es da nämlich ein bisschen glitzern sehen. Härteband. Bitte, Trommel. Aha, schade. Hier ist nichts, oder? Hier ist nichts. Hier ist wirklich nichts. Hier ist noch ein Smogmog. Ach man, schade. Naja. Aber hey, es ist immerhin eine Holo-Energie mit dabei gewesen. Guckt mal her, Leute. Wir schauen mal nach. Ich sage Pflanzenenergie. Nochmal Psycho. Also es ist eine Kadabra-Tin, ne? I guess, das passt schon irgendwie. Wir haben ein schönes Habitak. Ich mag den Stil sehr. Dann haben wir Knuffensa. Carpador. Myrapla. Nidorino. Nochmal Enteron. Pinsir. Godpack, Godpack, Godpack. Okay, schade. Bitte jetzt einen Hitz. Bitte, 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 bitte. Oh nee. Eine Full Art. Irgendjemand hat letztens reingeschrieben, ich würde immer so viel Glück haben. Aber jetzt seht ihr mal, es kann auch anders laufen. So, Leute. Ich habe mich mal ins Auto verkrümelt, weil es war dann doch ein bisschen lauter drin. Ne? Kadabra war jetzt nicht so gut zu uns. Ne? Aber hier, Dragoran mit der Dragoran-Münze, Leute. Ich sag's jetzt. In Minitins übrigens kann ich sehr empfehlen als Set. Mag ich persönlich. 10,99 € sind 5,50 € pro Booster. Das ist ein ganz solider Preis und da schmeckt auch die unverbindliche Preisempfehlung, wie ich finde. Von daher, wenn ihr die Chance habt, ich persönlich kaufe die auch ganz gerne mal so für zwischendurch, als kleinen Snack. Ne? Und das macht es dann irgendwie auch angenehm, gerade wenn man eben das Master Set sammelt und schon so viel ausgepackt hat von 151. Und ich finde das auch ist ein sehr, sehr schönes Geschenk. Apropos Geschenk, ihr könnt mich beschenken mit einem Abo und einem Like und einem Kommentar. Wir haben ja ganz viele Fragen gestellt, ne? Hier zum Beispiel die Plüschis oder sowas. Also ich bin ehrlich, ich hätte mir vielleicht das Mordort mitnehmen sollen. Naja, egal. Also, wir haben erstmal eine Kampfenergie, würde ich sagen. Nee, natürlich nicht. Okay, aber vielleicht ist es ja heute auch nicht der Tag des Energiekartenratens. Kukuna ist am Start, Leute. Quapsel. Punita. Pika, also wie gesagt, Erika wäre halt Zucker. Überreste. Snoopilicat. Slymog. Tentacha Reverse. Und jetzt bitte, bitte mal ein Hit. Mal ein Hit, mal ein Hit, mal ein Hit. Nope. Das ist kein Hit. Das ist nochmal ein Knuffenser als Reverse. Und. Oh, nicht schon wieder Smogmog. Wir haben noch eine Chance, Leute. Ein Booster. Ein Booster von vieren. Da muss doch jetzt mal was drin sein. Ich sage, was habe ich gesagt? Psycho. Weil, warum auch nicht? Es ist Pflanze und es ist wieder eine Holo-Energie, Leute. Also wenigstens die ziehen wir. Jetzt brauchen wir nur noch einen guten Hit. Glumanda ist am Start. Habitak. Knofensa. Carpador. Nochmal Jump. Den haben wir heute schon dreimal gezogen, oder? Oder zweimal? Ich weiß es gar nicht. Der Greifarm ist mit dabei. Kingler. Jetzt kommt durch die erste Reverse. Das ist ein Slymog. Und jetzt bitte, 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 es ist noch ein Pixie und oh, das ist doch ein Hit. Glurak EX Full Art. Ich glaube, die ist auch relativ wertvoll. Relativ, sage ich, aber ich kann mir sogar vorstellen, dass die genauso viel wert ist, wie diese beiden Minitins, die wir gerade geöffnet haben, Leute. Glurak EX, die habe ich zwar schon gezogen, aber das ist natürlich auch ein super Tauschmaterial, ganz ehrlich. Die zieht man doch gern. Ihr Lieben, also, das war mal ein ganz spontanes Opening. Einfach mal ins Auto gesetzt, zu Smith Toys rein.
immerhin noch einen starken Pull gezogen. Auch wenn es jetzt keine Karte war, die ich unbedingt brauchte. Aber keine Sorge, Leute, die Reise geht weiter. Natürlich werden wir auch noch mehr auspacken. Und ich habe auch von einigen von euch gehört, so ein 151-Stream, da werdet ihr dabei. Ich drücke euch auf jeden Fall die Däumchen. Und dann sehen wir uns im nächsten Opening wieder. Macht's gut und bis dahin, euer GigaGrivi von GigaLabastia. Ciao, ciao.